Servus YouTube und herzlich willkommen hier wieder zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Sprint to Glory Showdown, frisch aus der Notaufnahme mit gebrochenem Zeh. Gebrochen ist auch ein gutes Stichwort, denn das wird der Chris nach der heutigen Aufnahme auch sein. Was geht, Bruder? Ja, also... ja, also ich muss ja sagen, Leute, servus, ich bin auch am Start. Der Dennis hat mich ja schon vorgewarnt oder hat mich schon gehypt. Es kommt ein richtig gutes Intro und ich muss tatsächlich gestehen, ich wollte mich eigentlich zusammenreißen und wollte den perfekten Übergang hinlegen, aber ich musste einfach ganz kurz lachen. Der war richtig gut, Dennis, hat funktioniert, ich bin auch am Start, ich gehe wieder zurück an dich. So sieht's aus, Leute. Es muss ja natürlich auch weitergehen. Deswegen übrigens auch die letzten 2-3 Tage keine Videos, aber ab jetzt geht's wieder täglich weiter. Heute ein 4-Saison-Showdown. Wir steigern uns ja Video für Video immer an diesem Kalender. Heute 4 Saisons mit dem SV Werder Bremen. In der Karriere angekommen. Was bleibt zu sagen? Natürlich erstmal Liebe da lassen. Daumen nach oben für euch, ein kleiner Klick. Abo, Glocke, um nichts weiteres zu verpassen. Kommentar von Algorithmus. Gerne auch mit weiteren Vorschlägen für die weiteren Showdowns natürlich noch. Und erster Link in der Beschreibung, ganz wichtig. Da geht es zum 4-Saison-Showdown auf dem Kanal von Chris. Auch in der Bundesliga mit dem wohl, ja, ich sag mal, Team der Stunde. Denn der VfB Stuttgart geht komplett durch die Decke. Und die Schwaben übernehmen wir bei mir auch über 4 Saisons. Zu guter Letzt, Leute, ich werde es nicht vergessen. Das Regelwerk wird eingeblendet. Die OGs werden es kennen. Falls es neu sein sollte, kurz auf Pause drücken und sich das Ganze durchlesen. Wir haben hier bei Bremen ein Budget zum Start von 17 Millionen Euro und wir haben es gerade noch mal kurz gehabt, keinen Spieler im Kader mit einem Potenzial von wenigstens 80, da Schmied der Beste mit 74, sage ich schon, nee, weil es sein Rating ist, 79. Also es ist hier doch einiges zu tun und damit starten wir jetzt rein, erste Transferphase, let's go. Okay, Leute, anders als sonst gehe ich relativ vorbereitet in den heutigen Showdown, denn ich kann nicht so einen Spruch am Anfang bringen und dann am Ende mies auf die Fresse kriegen, Leute. Deswegen, ich bin vorbereitet, ich bin bereit, ready geboren, die Zeit beginnt in 3, 2, 1, let's go, Freunde, und dann verlieren wir auch lieber gar keine Zeit. Auf der Transferliste haben wir die folgenden Kandidaten, einige Bremen-Fans werden sich freuen. Christian Groß ist einer davon. Marvin Ducksch ebenfalls. Also viele Namen, die vielleicht auch gerade Stammspieler sind und eine wichtige Rolle bei Werder Bremen spielen. Ziel dieses Showdowns ist es aber nicht, mit dem eigentlichen Werder Bremen-Kader so erfolgreich wie möglich zu sein, sondern eben aus dieser Mannschaft eine Champions-League-Truppe wiederzumachen. Mittlerweile ein ganzer Monat vorbei und die Verkäufe liefen relativ gut, sodass wir jetzt bei 65 Millionen Budget stehen. Von diesem Geld müssen wir aber einiges tun, Leute. Neuer Sechser, neuer Zehner, Stürmer, Linksverteidiger und Keeper müssen geholt werden. Hier bin ich also. Das erste Mal, die erste von mindestens 4 Sommertransferphasen mit meiner Mannschaft, die ich aktuell mal in Bestbesetzung wie folgt aufgestellt habe, ist eigentlich ganz in Ordnung. Gut, so ein bisschen experimentell mit Stay auf der Linksverteidigerposition. Ist eine ganz gute Truppe. Es soll aber einiges passieren. Der Timer läuft in 3, 2, 1, let's go. Und damit heißt es 20 Minuten. Es heißt aber auch nur 16 Millionen Transferbudget. Im Umkehrschluss aber natürlich eine vollgepackte Verkaufsliste. Denn diese Spieler allesamt im Hintergrund könnten den Verein verlassen. Darunter auch Spieler wie Berg oder auch ein Dingchi, die nur ausgeliehen waren, haben wir zurückgeholt, um natürlich dann Geld in die Kassen spülen zu können. Und dann schauen wir halt einfach mal, was wird. Raphael Boré vorne drin ist eben nur geliehen. Und wie es Dennis schon im Intro angesprochen hat, hat kein Spieler das Mindestgesamtpotenzial von 80. Bedeutet, man hat eigentlich auf jeder Position ausnahmslos Handlungsbedarf. Die Zeit ist noch gar nicht so lange rum. Es sind knappe 3 Minuten, 3,5. Und wir haben knappe 60 Millionen jetzt auf dem Konto, weil wir waren komplett im Verkaufswahn. Also, das sind alle Spieler, die den Verein verlassen haben im Hintergrund. Die höchst eingenommene Ablösesumme, knappe 16 Millionen von Marvin Ducksch. Der geht in die Premier League zu Aston Villa. Hinterlässt natürlich aber auch eine große Baustelle. Wobei Kovnatski könnte die vielleicht noch am ehesten irgendwie auffüllen. Wir brauchen einen neuen Sechser, wir brauchen einen neuen Innenverteidiger, dann vielleicht einen neuen Stürmer. Und wir gucken, dass man eventuell auch mit Tauschdeals noch ein bisschen was machen kann. Auch wenn unser Kader natürlich jetzt deutlich kleiner ist. Wer mich kennt, weiß, dass ich das Risiko liebe. Wir beginnen beim Keeper. Und ich hoffe einfach mal, dass Chris nicht so wie ich denkt, dass Köln Castells zum Start hier bei Bremen überhaupt ein möglicher Transfer wäre. Gerade auf der Basis, wenn wir noch viele weitere Spieler verpflichten, wenn ich am Ende sage, ich habe 5, 6, 7 Spieler verpflichtet, dann kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass er auf Castells geht. Bei meinem Glück wird er es aber irgendwie trotzdem tun. Der neue Sturmpartner von Raphael Boré und Ersatz für Marvin Ducksch, das wird Johnny Burkhardt von Mainz 05. Ein Spieler, der vielleicht doch nur in Anführungszeichen mit seiner 74er Gesamtstärke erst gar nicht zur Auswahl kommt und falls er das tun sollte, hoffe ich einfach, dass Chris auf der Basis seiner Gesamtstärke eben ihn vielleicht auch für zu schwach hält. Zwei neue Außenverteidiger, Aaron Hickey, schottischer Rechtsverteidiger vom FC Bradford, wechselt also jetzt Ablösesumme, ich glaube 13,5 Millionen, das ist der für hinten rechts. Für die Linksverteidigerposition kommt der neue Nationalspieler der Niederlande, Hartmann, dem sein Vornamen kann ich aber ehrlich gesagt nicht aussprechen. 21 Jahre jung, 83er Potenzial, ist in dem Fall hier mittlerweile aus der Eredivisie, ich glaube von PSV, jetzt schon hier zum FC Barcelona gewechselt und von dort lotsen wir ihn für 15,3 Millionen an die Weser. Da wir ja jetzt Hickey für die Rechtsverteidigerposition haben, wir einen Mitchell Weiser natürlich eigentlich auch ins zentrale Mittelfeld umtrainieren könnten, wir dort aber eher mit Romano Schmid gehen, weil der mehr Potenzial hat, holen wir jetzt im Tausch plus 20 Millionen, also Mitchell Weiser und 20 Millionen obendrauf und dann wahrscheinlich bis dato erstmal Top-Transfer in Josip Sutalo. Der Kroate, der bei Ajax ist, hat eine 79, soll natürlich dann der absolute, ja, Standpunkt in unserer Dreier- respektive Fünferkette sein und wechselt also im Gesamtpaket wahrscheinlich mit einem knappen Wert von 30 Millionen von Amsterdam nach Bremen
und verstärkt unsere Defensive und ich hoffe, er wird echt nicht gesniped. Ich habe mega Schiss davor. Mit Tosin Adebayo soll dann auch ein neuer Innenverteidiger kommen, welcher dann auch mit seiner 77er Gesamtstärke deutlich über den anderen Innenverteidigern steht, so wie zum Beispiel ein Pieper oder Friedel. Weiter machen wir dann mit unserem neuen Sechser und da holen wir Romeo Lavia vom FC Chelsea. Ein absolutes Top-Talent, welches beim FC Chelsea sich auch schon um eine Gesamtstärke entwickelt hat und uns insgesamt 12 Millionen Euro kostet. Ebenfalls vom FC Chelsea kommt dann Cole Palmer, den ich als Zehner plane. Aktuell ja auch in aller Munde, weil er einer der Leistungsträger aktuell beim FC Chelsea ist und auch vor der Saison schon, weil Chelsea für ihn irgendwie 60 Millionen Euro bezahlt hatte und das, obwohl er irgendwie 20 Profi-Einsätze nur bei Man City hatte. Deswegen also auch schon irgendwie sehr großes Gesprächsthema gewesen und jetzt kommt er also zur Weser, zu Werder Bremen. Und zu guter Letzt, Leute, kommt noch ein neuer zentraler Mittelfeldspieler. In Anführungszeichen verpflichten wir hier nur Alex Scott von Bournemouth, 19 Jahre alt, 72er Gesamtstärke und ein Potenzial von 84, was sehr stabil ist. Weniger stabil ist aber, dass wir eigentlich finanziell noch mehr Spielraum gehabt hätten. Ich hätte nämlich noch Linen eintauschen können oder wie der Kollege auch immer ausgesprochen wird. Der ist aber gerade schwer verletzt und vielleicht wollen ihn die Vereine deswegen nicht haben. Vielleicht auch einfach nicht, weil er mega kacke ist. Und das ist die Mannschaft also. Castells im Tor, Adebayo in der Innenverteidigung. Agu, da habe ich jetzt ein bisschen gespart beim Linksverteidiger. Mittelfeld auch quasi komplett neu. Keita neben Lavia, Scott und Palmer und vorne im Sturm Boré neben Burkhardt. Nur durch Tauschdeals könnt ihr tatsächlich weitere Spieler jetzt hier nach Bremen lotsen. Thiago Diallo von Lille im Tausch also hier mit Kapitän Friedl und 3 Millionen obendrauf. Jetzt haben wir trotzdem nur noch 2 auf dem Konto und brauchen eigentlich noch einen Stürmer. Ich habe gerade aber mal durchgeschaut, der Stürmerdeal ist so leider nicht zu verwirklichen. Jetzt müssen wir gucken, ein paar Spieler sind noch verliehen, wobei wir können hier auch noch mal ein bisschen sowas anpassen, zumindest mal auf der Bank, die natürlich jetzt hier ja schon stark ersatzgeschwächt ist. Dafür ist unsere Startelf hier eine richtig gute. Ich denke später mit in die Fünferauswahl, ganz klar Sutalo. Ich glaube, den müssten wir mitnehmen. Genauso auch Aaron Hickey und ich glaube auch Diallo. Ja, wobei, dann hätte man 2 Innenverteidiger. Würde schon wehtun, ja, wahrscheinlich mehr wehtun als hier einen Außenverteidiger, denn da hätte man dann hier Felix Agu in der Backup oder in der Hinterhand vielmehr. Also, wir bauen unsere Fünferlisten und sehen uns dann gleich wieder zusammen mit Dennis oder natürlich ihn nochmal vorher. Wir haben zwar noch ein bisschen Zeit, aber kein Geld mehr, um irgendwas noch umzusetzen. So Leute, wir sind angekommen. Ein erstes Mal nach der Transferphase zur Snipe-Phase. Die erste obligatorische Frage natürlich wie immer. Chris, wie viele Transfers sind es bei deiner Werder-Mannschaft geworden? Ja, ich habe tatsächlich schon ein bisschen Schiss, was ich jetzt dann gleich bei dir höre. Aber bei mir sind es 4 an der Zahl. Okay, ich mache es ein bisschen mehr. Ich habe 7. Ja, ein bisschen wahrscheinlich. Einfach fast neu startet. Ein bisschen mehr, dann habe ich genau das Doppelte von dir. Ja, okay, genau. Dann ging da einiges. Ja, das war eigentlich auch mein Plan. Ich war voll im Modus, aber irgendwie habe ich mich dann doch ein bisschen überschätzt, was die Ablösung und so irgendwie. Naja, aber Dennis, dann kommen wir doch zur ersten Auswahl. Ah, oh, ich bin der Gast, oder? Ja, du bist der Gast, mein Freund. Das ist ja mein Video hier, mein Eigentum, deswegen darfst du gerne anfangen. Okay, wir starten mit der Innenverteidigerposition. Einer von 2 und wir starten mit der, ja, mit der Fünferauswahl, die die stärkeren Spieler betrifft, was das Rating angeht. Also, wir haben einmal Nicolo Casale von Lazio, wir haben dann hier Nikola Milenkovic, das Ganze von der Fiorentina, wir haben Josip Sutalo, der Kroate da von Ajax, dann haben wir Joe Gomez von Liverpool und zu guter Letzt noch eventuell eine Rückholaktion, Konstantinos Mavropanos von den Hammers, genau, von West Ham. Ich gehe auf Milenkovic. Keine Ahnung wieso, aber irgendwie, du bist so ein Serie A-Fanboy, vielleicht hast du da mal wieder zu geschlagen. Ja, in dem Fall war ich Eredivisie-Fanboy, denn es ist Josip Sutalo geworden. Ja, genau. Also dann darf ich den immerhin behalten. Let's go. Ganz wichtig. Check, das ist schon mal gut für dich. Jetzt kommen wir zu einer auch sehr interessanten Position, wie immer. Es geht natürlich um einen neuen Keeper. Ich weiß nicht, ob du Pavlenka behalten hast oder ersetzt hast. Ich habe ihn auf jeden Fall ersetzt und da haben wir Namen auf der Liste. Sehr interessant auf jeden Fall. Wir haben einmal Kühn Castells vom VfL Wolfsburg. Wir haben Alvaro Valles von UD Las Palmas. Wir haben Lafont von Nantes. Wir haben Diouf von Stade Reims, ebenfalls aus der französischen Liga. Und Manuel Peter, neuer Abi, darf nicht fehlen. Auch wenn er jetzt Vertrag bis 25 hat. Ja, aber ich glaube, der ist es nicht. Ich würde auch nicht mit Castells gehen. Den zweiten von Las Palmas, da habe ich jetzt ehrlich gesagt auch kein Rating dazu. Las Palmas ist 80. Also Valles hat 80, Lafont 78 und Diouf hätte 77. Ja, ich tendiere zwischen den zwei Serie A, sage ich schon, League A-Boys. Mhm. Lafont oder Diouf und ja, ich gehe mit der goldenen Mitte und das ist, und wenn es auch vielleicht ein bisschen zu offensichtlich ist, weil man den recht oft holt, Alban Lafont ist mein Pick. Okay, dann darf ich tatsächlich Kühn Castells verhalten, Alter. Let's go. Wow. Genau das habe ich nämlich gehofft, dass ich viele Transfers tätige. 7 an der Zahl, das habe ich nämlich auch in meinem Part erwähnt. Und du dann vielleicht auf der Basis schon denkst, ah, Castells kostet so um die 20 Millionen. Das kann ich mir nicht leisten. War denn, sehen wir dann später, aber nee, ich frage später, aber ich vergesse es dann eh wieder. Ich wollte eigentlich nur fragen. Okay, ich werde dich dran erinnern, mein Freund. Ich werde dich dran erinnern, machen wir weiter. Deine zweite Auswahl.
Okay, wir kommen zu einem Innenverteidiger, ja? Vielleicht noch ganz kurz dein Thema mit dem Torhüter. Ich habe noch immer Pavlenka. Ah, okay. Ich wollte den verkaufen, hat aber nicht so funktioniert. Ja, viele Angebote, aber nie eine Übereinkunft. Okay. Innenverteidiger Nummer 2 auf der Liste haben wir unter anderem zwei Spieler mit einem auslaufenden Vertrag. Tosin Adarabioglu, der von Fulham da auf jeden Fall. Adarabio, ja. Ja, oder wie auch immer, genau. Thiago Diallo, der ist dann hier von Lille, also ja, der portugiesische Innenverteidiger. Wir haben William Pacho, der Ecuadorianer von Frankfurt. Wir haben dann Cameron Carter Vickers von Celtic und wir haben zu guter Letzt noch Saba Sasonov, noch nie gehört, beim FC Turin, 21,75er Rating, Georgia ist das. Digga, Sasonov ist so ein christliches Transfer, weißt du, immer bei den Leuten, wo du sagst, ah, nichts gehört und dann kommt, ah ja, ich bin mit dem gegangen, von dem man nie was gehört hat, gib ihm Sasonov oder wie der da hieß. Ja, ich habe tatsächlich noch nie was von dem gehört und deshalb habe ich auch erstmal die Finger davon gelassen, ja, also dieses Mal natürlich bei mir Thiago Diallo geworden. Okay, Diallo. Und ja, war dann mit einem Tauschdeal und da bin ich jetzt ehrlich gesagt schon deutlich erleichtert da als noch vor der Transferphase bis dahin. Okay, gut, dann darfst du also auch Diallo, wer war es jetzt? Diallo. Ja, okay, dann hast du Diallo auf jeden Fall behalten und ich komme auch zur Innenverteidigerposition. Erstmal vorab Info, alle Spieler auslaufende Verträge. Wir haben auf dem Zettel, auf dem Zettel haben wir Fabian Scheer von Newcastle, wir haben Coates von Sporting Lissabon, wir haben ebenfalls diesen Adarabio von Fulham, wir haben Klostermann von Leipzig und auch eben natürlich Diallo von Lille. Okay, ich sag jetzt einfach mal, die Jungs, die identisch mit meiner Fünfer-Auswahl waren, streiche ich einfach mal. Ja? Okay. Somit bleibt Scheer, Coates und Klostermann. Coates und Klostermann. Klostermann wäre halt interessant, aber tatsächlich war mein erster Pick von vornherein, weil ich glaube, zumindest so für ein, zwei Jahre Preis-Leistung ganz gut, würde ich mit Coates gehen von Sporting. Genau. Vielleicht freust du dich jetzt, vielleicht auch nicht, aber ich würde den einloggen. Ja, es ist gut, denn es ist das zweite Mal in Folge, dass du einen Spieler, den ich geholt hast, direkt ausschließt. Ich habe Adarabio geholt für die Innenverteidigung. Okay. Neben Castells, okay, also im Tor, Adarabio in der Innenverteidigung und damit darf ich auch meinen zweiten Spieler behalten und ja, wir sind schon bei den letzten Auswahlen. Was geht da ab? Ja, ganz genau. Es geht auf die Außenverteidigerposition. Mhm. Ich habe zwei neue Außenverteidiger und nehme jetzt den, der mehr Marktwert hat, mit in die Fünfer-Auswahl auf jeden Fall. Und dementsprechend gibt es für dich einmal zur Auswahl Milan van Ewijk, der ist von Coventry City. Ja, kenne ich. Dann haben wir Aaron Hickey, der Schotte, Rechtsverteidiger, sagt dir mit Sicherheit auch was. Auf jeden Fall. Wir haben Malo Gusto, wir haben dann hier Tino Livramento und zu guter Letzt noch Milos Kerkez. Okay, sehr interessante Auswahl. Ich glaube, die nehmen sich auch nicht wirklich viel. Der Schwächste hat eine 75, der Stärkste eine 76. Ja, genau, das, sowas hatte ich auch im Kopf. Sie findet den Wein mucho gusto. Er darf auch sauer sein. Ja, ich nehme Gusto. Nur auf Basis des Leads. Ja, du schenkst den Wein aus, aber ich kipp den direkt um, denn es ist kein Gusto geworden. Ja, schade. Also es ist bei mir Aaron Hickey geworden. Okay, der Schotte hätte ich niemals erraten, um ehrlich zu sein. Ich war auch völlig überrascht. Ich kenne den noch damals, ich glaube von Bologna oder so, wo ursprünglich mal herkommt. Und ich dachte jetzt hier, hey, sieht lecker aus, nimmt man mit. Und vielleicht ganz kurz noch zur Auflösung. Quilinci Hartmann, ja, niederländischer Neunationalspieler, glaube ich sogar. Ursprünglich ZM? Von, wie bitte nochmal? Was ist er, ZM? Nee, LV, also linker Außenverteidiger. Ja, okay, dann der sagt mir auf jeden Fall was, safe. Also der ist, glaube ich, jetzt auch frisch nominiert. Für die niederländische Nationalmannschaft. Hier war er schon bei Barca. Ich glaube, ursprünglich ist er von Feyenoord oder PSV. Ich weiß es nicht. Altmar vielleicht auch. 15,3 Millionen ist mein anderer Außenverteidiger. Und damit darf ich alle Transfers behalten. Okay, gut. Da bin ich noch nicht ganz bei, denn es kommt zur letzten Auswahl. Es geht um einen neuen Sechser. Und da habe ich auch absolute Talente geholt. Wir haben, glaube ich zumindest, aber es ist auch so, niemanden mit einem auslaufenden Vertrag am Start. Wir beginnen die Auswahl mit Stefan Bajcic, whatever, Alter, von Liverpool. Liverpool. Genau, der Spanier. Ebenfalls aus der Premier League ist dann Lavia von Chelsea, wir haben Yashari von Luzern aus der Schweiz, wir haben Erik Mate, den kennst du ja, von Köln, und Lukas Gurnaduat von Red Bull Salzburg. Ah, ja, okay. Nee, den letzten würde ich ausschließen. Okay. Martin vielleicht ein bisschen zu offensichtlich so mit der Köln-Schiene, wobei der auch krass ist, auch mit einem super starken Potenzial. Auf jeden Fall. Lavia, der ist ja damals von Southampton, glaube ich, ja zu Chelsea gewechselt, spielt dort gefühlt irgendwie keine Rolle, aber ich glaube auch verletzungsbedingt. Finde ich ein richtig geiler Spieler. Ich habe den in der Realität extrem gefeiert und dementsprechend gehe ich doch einfach mal mit meinem außerhalb des Köln-Spielers Favorite in dieser Fünfer-Auswahl. Ah, das sind immer die Momente, wo ich nie weiß, was kommt, was für Spieler du magst und nicht magst. Alter, ich kann mir nicht vorstellen, dass du Lavia großartig letzte Saison beim FC Southampton verfolgt hast, um ehrlich zu sein unter uns. Ich lasse es aber einfach mal stehen und entferne den Bruder von meiner Stadt. Tatsächlich ist das Problem, das kann ich dir auch schon mal hier dazu sagen, ich verfolge viele Teams, wo deutschsprachige Trainer hinwechseln und ich habe sehr lange Zeit Southampton. Der scheiß Hasenhüttel, ja. Junge, die dumme Sau, Alter. Warum bist du noch bei Southampton gewesen und hast mir meinen tollen Transfer kaputt gemacht? Also tatsächlich,
habe ich Southampton extrem lang verfolgt und auch einer meiner Lieblingsspieler in der Premier League ist unter anderem Ward-Prowse. Ich finde ihn so geisteskrank. Ja, Standardschütze, ne? Extrem. Ja, der ist so krass und deshalb habe ich tatsächlich Southampton schon auch Real Talk etwas intensiver verfolgt und deshalb auch Lavia, einer so meiner Lieblingsspieler in Anführungszeichen. Ja, toll, Digga. So, Bremen-Fans werden sich freuen, Digga. Christian Groß ist jetzt bei mir hier wieder der Sechser, Alter. Ach, mein Gott. Ja, Gott. Bevor wir in die Kalendersimulation gehen, Chris, du hattest noch eine Frage bezüglich der Torhüter-Situation oder irgendwie da bei der Lage war das. Was war los? Ich wollte vorhin sagen, war das dann bewusst von dir gewählt, dass der erste oder die erste Fünferauswahl dir mit Castells wird, dass ich da nicht schon zwischenzeitlich so in Rechenspiele komme und denke, der ja, auf jeden Fall. Also für mich war klar, dass ich Castells, also die Keeper-Position, direkt von Anfang an machen muss, weil du natürlich noch nicht weißt, was für andere Spieler kommen. Okay, ja, und das war dann sehr, sehr gut. Aber mit Castells ist ja schon richtig krass. Ich meine, gut, den auf der 6 kann man wahrscheinlich verkraften. Ich habe dafür einen Kownacki vorne bei mir im Sturm mit einer 73, weil ich nicht mehr Geld hatte. Ich glaube, so ist es recht identisch. Und ja, also wegen dir können wir dann auch zum Ende der Saison, wenn das für dich passt. Ja, safe. Können wir auf jeden Fall machen. Geld habe ich sowieso gar keins mehr. Und dann schauen wir mal, wie dieses erste Jahr mit Werder Bremen wird. Wir springen rein in den Kalender und sehen uns dann gleich wieder. So, Leute, ein erstes Mal von insgesamt 4 in diesem Video angekommen. Im Juni dann, dieses Mal 2024 und so weiter. 25, 26. Mal gucken, wie es wird. Der erste Blick natürlich auf die Tabelle hier in der Bundesliga. Ich sehe erstmal, der SC Freiburg ist auf dem Relegationsplatz. Das sieht man auch nicht alle Tage. Ich bin tatsächlich auch nur 4 Punkte entfernt von der Relegation. Hängt aber auch damit zusammen, dass Freiburg 37 Punkte hat. Also das ist für so einen Verein auf 16 eigentlich schon relativ viel. Ich bin 12. Bin aber auch nur, was, lass mich mal kurz nachgucken, 3 Punkte hinter Platz 8. Also da hätte auch noch mal ein bisschen mehr gehen können. 10 Siege, 11 Unentschieden, 13 Niederlagen. Ist in Ordnung. Ja, okay. Also bei mir ist Freiburg tatsächlich als Vergleich ganz kurz auf Platz 7. Also die gehen wahrscheinlich nach Europa. Krass. Da habe ich nur 3 Punkte Rückstand. Ich habe 51 Punkte, stehe auf Platz 9. Heißt also, für dich gibt es da 6 Punkte, für mich gibt es 9. Abgestiegen ist Heidenheim, Bochum, Darmstadt muss in die Relegation. Und Stand jetzt wären es 3 Punkte Differenz, die aber durch den Pokal vielleicht von dir wieder reingeholt werden können. Denn ich kann gleich mal vorwegnehmen, ich darf gar nicht drüber reden, ey. Einfach beim SV Waldhof Mannheim in Runde 2 3:2 verloren. Oh, das ist bitter. In Runde 3 oder 2? Nee, 2. Allererste 2. Runde. Okay, ich hab's nicht richtig gehört. Bei mir, Runde 2, Gladbach, 2:0 nach Elfmeterschießen. Runde 3, 3:1 gegen Darmstadt. Viertelfinale, 2:0 gegen Düsseldorf. Also bis auf Gladbach eigentlich ziemlich Idiotengegner auch am Start. Leider im Halbfinale dann den kürzeren im Elfmeterschießen gegen die Hertha gezogen. Die das Ding dann aber auch gewonnen hat. Also irgendwo finde ich schade. Andererseits habe ich, glaube ich, auch noch nie gesehen, dass die Hertha einen DFB-Pokal gewinnt. Und ja, das macht's dann wieder wett. Auch wenn ich das hätte sein können, das Finale gegen Leipzig gewinnen, aber ich hätte es wahrscheinlich eh nicht gewonnen, deswegen Hertha, gönn dir. Ja, ey, vor allem Hertha dann auch im Heimspiel mehr oder weniger gegen Leipzig im eigenen Stadion und auch RB einfach noch geschlagen, ne? Besser geht's nicht, Digga. Die dürfen so oder so nicht mehr Pokale gewinnen. Das ist richtig. Schon zu viel des Guten. Geht ja auch in diesem Jahr nicht mehr und für die Hertha sieht's ja auch in der Realität noch durchaus machbar aus, ja? Jetzt spielen sie ja, glaube ich, gegen Lautern. Halbfinale ist durchaus drin, würde ich behaupten. Na, das ist ein Daui-Fünferpack, Digga. So, nee, ja, das kann natürlich passieren. Meine Karriere, wir blicken rein. Ich habe sogar einen Trainer des Monatspreis. Oh, ich weiß nicht, woher, aber ich nehme ihn mit. Normalerweise kriege ich nie welche, wenn ich sie verdient hätte. Ja, bei mir ist da eine Null am Start. Bedeutet übrigens, die 3 Punkte, die ich jetzt mehr in der Liga geholt hatte, waren ja alleine im Pokal von dir schon wieder reingeholt und jetzt nochmal 1 Punkt mehr. Das heißt, bedeutet, stand jetzt sogar. Genau, die knappe Führung für dich. Oh, aber krass, ey, jetzt wird's heftig. Mein Torhüter hat richtig abgesahnt. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob es ironisch ist oder ernst gemeint. Er hat ein Spiel zu 0 gespielt. Okay, Castells hat bei mir 7. Ja, okay, das ist sehr stark. Aber gucken wir auf die Vorlagen. Vorlagen bei mir, ähnliches Spiel, ebenfalls eine 7. Oh, dann geht der Punkt an mich. Let's go. Da habe ich eine 8 mit Raphael Boré. Ja, Tore könnten zu doll aufgeteilt sein. Ich habe Palmer mit 9, Keita mit 6, Boré mit 12 und Burkhardt mit 14. Oh, ich habe Kownacki mit 17. Let's ja, go, Junge. Come on, noch Kownacki, Alter. Der hat sich tatsächlich um plus 3 verbessert. Also dann müsste es tatsächlich so sein, dass es Gleichstand ist. Also es müsste 11-11 stehen nach der ersten Saison. Solider Stand auf jeden Fall. Ja, es sind jetzt nicht ganz so viele Punkte, aber trotzdem nach dem ersten Jahr komplett ausgeglichen. Okay, Leute, so viel also zum ersten Jahr. Wir haben noch nicht mal die Hälfte des Videos geschafft, Leute. Deswegen auf jeden Fall dranbleiben bis zum Ende. Und damit, Leute, starten wir jetzt rein in Saison Nummer 2. Beide zeigen, ich kann schon gar nicht mehr reden, zum Anfang das Budget. Und dann starten wir rein mit den Transfers, Konferenz. Ihr wisst, wie der Hase läuft. Let's go. Saison Nummer 2. Hier sind wir am Start. 3-2-1. Let's go, die 20 Minuten laufen und ehrlich gesagt haben wir, glaube ich, nicht ganz so viel Zeitdruck, denn das ist unsere Mannschaft. Raphael Santos-Boré ist weg, Nick Woltemade stand jetzt in der Startelf. Kownacki, ja, solide, das gleiche trifft
trifft auf Stay, auf Beeper und auch auf Schmied zu. Allerdings würde ich die schon gerne austauschen, was mit 24 Millionen aber halt eben recht schwierig ist und was wahrscheinlich zwingend Tauschdeals auf jeden Fall bei uns in den Vordergrund bringt oder eben Spieler, die man verkauft aus der Startelf und die dann durch Neuzugänge ersetzt, was dann auch wieder das Risiko birgt, wenn Dennis unseren Neuzugang sniped, dass wir weder den noch einen Ersatz haben. Naja, das macht die Sache in der Planung extrem schwierig. Aber Fakt ist, wir brauchen einen neuen Stürmer und da will ich jetzt nicht an Geld sparen und könnte dann auch bedeuten, dass das Geld direkt nur für einen neuen Stürmer drauf geht. 9,5 Millionen für unsere neuen Stürmer. Portugiese, eigentlich von den Wolves, ist aber hier mittlerweile ligaintern in der Premier League zu den Red Devils gewechselt. 21 Jahre jung, 76er Gesamtrating. Ja, wir sparen zwar an der Ablösesumme, zumindest gemessener Marktwert, aber er kriegt fast 50.000 Gehalt, sodass wir jetzt trotz nur 9,5 Millionen Ablösesumme von den ursprünglich 24 nur noch 12 zur Verfügung haben für weitere Neuzugänge, aber die größte Baustelle ist damit beseitigt. Fabio Silva wird unser neuer Stürmer. Okay Leute, starten wir rein in Saison Nummer 2. Die Zeit beginnt in 3, 2, 1, let's go. Und wir blicken zuerst auf das Budget. Das sind halt, ja, 23 Millionen. Also gut, wir waren noch nicht viel besser als Bremen in der Realität. Da kann man noch nicht viel erwarten. Vielleicht schaffen wir es ja irgendwie dieses Jahr, uns international zu qualifizieren. Und dann wird es vielleicht nächstes Jahr ein bisschen mehr. Das ist die Hoffnung. Mal gucken, wie es klappen wird. Linen und 10 Millionen Euro im Tausch reichen aus, um Marcel dieses Mal also zu holen und ihn nicht nur auf die Liste zu packen. Damit ist der Deal auch durch, Leute, und wir haben jetzt sogar durch den Tausch noch 13 Millionen Euro zur Verfügung. Somit reicht das Geld also noch für einen weiteren Transfer aus. Ein neuer Stürmer kommt mit Cucho Hernandez von Columbus Crew. Wir tauschen Kovnatski ein und zahlen nochmal ein bisschen was an Geld. 11 Millionen Euro obendrauf. Zu guter Letzt will ich noch Marco Friedl eintauschen, um dafür Jore Hato von Ajax zu holen. Denn damit weiß jetzt nun jeder in der Innenverteidigung, was seine Rolle ist. Hato wird Rotationsspieler und wird sich nicht wie Friedl zuvor die Einsätze mit Pieper teilen. Mehr Transfers können wir nun aber wirklich nicht mehr machen. Hato also in der Innenverteidigung als Backup, Martel als neuer Sechser und Cucho Hernandez in der Doppelspitze mit Burkhardt zusammen, beide eine 78er Gesamtstärke. Gefällt mir auf jeden Fall ordentlich die Mannschaft, wobei es sehr schwierig wird mit dieser Truppe und dem Budget, was wir halt immer jedes Jahr haben, was, wenn wir nicht irgendwie die Champions League Plätze erreichen, nicht rasant in die Höhe steigen wird, auch nicht viel mehr wird. Schauen wir mal, wie es wird. Ich hoffe, dieses Jahr eine Steigerung im Vergleich zum letzten. Wir haben einen neuen Innenverteidiger aus der Liga, Unai Núñez. Der ist zwar schon 27, hat aber eine 79 und auch ein Potenzial von bis zu 81. Wenn er das ausschöpft, wäre das hier schon top. Amos Pieper und 7 Millionen obendrauf. Bedeutet also, jetzt ist die Innenverteidigung, finde ich, schon richtig solide. Ich weiß gar nicht, wie sich Diallo entwickelt hat, aber auf jeden Fall kann sich das natürlich definitiv grundsätzlich mit einem Sutalo schon mal sehen lassen. Jetzt haben wir noch so gute 5 Millionen Tauschgeschäft und einen Neuzugang, Profit von auslaufendem Vertrag. Dann ist vielleicht auch noch ein dritter Neuzugang drin. Alle guten Dinge sind drei. Neuer Sechser aus Argentinien, Rodrigo Villagra, hat eine 77, ist 23 Jahre jung, ist damit ein Ratingpunkt besser als Jens Day und hat ein deutlich besseres Potenzial. Und Jens Day wird eben auch dagegen gegeben. Plus nur 500.000. Auch hier profitieren wir von dem auslaufenden Spielervertrag. Haben unsere drei Transfers. Sind dann hoffentlich wunschlos glücklich. Dennis hat mir auch schon geschrieben, er ist fertig. Heißt, wir treffen uns gleich wieder zusammen mit ihm. Die zweite Sommertransferphase liegt also hinter uns. Und es geht an Snipen. Und ihr habt gemerkt, vielleicht anhand des Timers, dass es hier absolut schnell ging. Ja, ich habe drei Transfers. Ich glaube, Dennis, du ja auch, oder? Ebenfalls, ziemlich genau. Ja. Okay, also viel mehr hat das Geld ja auch nicht hergegeben. Bei dir war es ja von vornherein 23 Millionen, bei mir 24 Millionen. Ich hatte zuletzt begonnen mit der ersten Fünferauswahl, deshalb Dennis, du darfst auf jeden Fall ran. Genau richtig. Raphael Boré war ja mein Stürmer letztes Jahr, Sturmpartner von Burkhardt, ist ja jetzt nicht mehr am Start. Ich habe ihn aber auch nicht verpflichtet, deswegen musste natürlich ein neuer Stürmer her. Alle Namen auf der Liste haben einen auslaufenden Vertrag. Wir haben einmal Jesus Ferreira vom FC Dallas. Ebenfalls aus der MLS haben wir Cucho Hernandez von Columbus Crew. Wir haben Lucas Enmecha von, ja natürlich, vom VfL Wolfsburg Liga intern. Wir haben Pavlidis von Alkmaar und Mukhtar ebenfalls aus der MLS von Nashville. Mukhtar richtig geil, aber oh nee, kann ich mir nicht vorstellen. Ferreira nehme ich auch nicht. Pavlidis, oh, der ist immer so unterm Radar. Ich tendiere zwischen Metscher und Pavlidis. Okay. Ich würde, weil ich irgendwie immer dachte, Pavlidis ist viel schwächer, aber ich glaube, der geht auch wahrscheinlich auf das 80er Rating wahrscheinlich dann zeitnah zu, wenn das nicht sogar schon hat. Also er hat eine 80, ja. Er hat eine 80, okay. Ja, komm, dann gehe ich mit dem. Ich logge einfach mal Pavlidis ein. Okay, check, dann darf ich einen Namen behalten, der gar nicht irgendwie, ja, beim weiteren Reden über die Namen gefallen ist. Cucho Hernandez ist mein Stürmer, hab Kovnatski eingetauscht, bisschen Geld oben drauf bezahlt und ja, dafür habe ich jetzt ihn am Start im Sturm. Okay, der wurde nicht erwähnt, weil ich mit dem so, ehrlich gesagt, erstmal so nichts anfangen konnte. Der ist also auch sehr ein absolut unbeschriebenes Blatt. Also ich habe ihn jetzt mal geholt, weil ich auch nicht erwartet hatte, dass du auf so einen Spieler gehen wirst. Okay, alles klar. Dann fange ich an mit meinem ebenfalls Stürmer. Ja, da haben wir in der Fünferauswahl auch einige Spieler mit einem auslaufenden Vertrag, unter anderem Fabio Silva. Es ist dann auch hier ein Abel Ruiz mit einem auslaufenden Vertrag, genauso auch ein Jesus Ferreira, der gerade auch auf deiner Fünferauswahlliste war. Wir haben dann noch Elias Benzeguir und zu guter Letzt noch Hugo Ekitike.
Das ist der einzige, glaube ich, mit keinem auslaufenden Vertrag. Müsste sein. Ich habe mich eigentlich auf einen Namen schon festgelegt. Er ist mir jetzt aber wieder entfallen. Wer war noch mal die Nummer 2? Nummer 2 war Abel Ruiz. Ja, genau. Abel Ruiz, ehemaliger Barca-Stürmer. Richtig, genau. Ja, hat, glaube ich, ein ordentliches Rating. Auch so bestimmt 77, 78. Genau. Mhm. Auslaufender Vertrag, ordentlich Potenzial, aber nicht der Beste. Das wäre so einer wie Benzegir, was das Potenzial zum Beispiel angeht. Ich gehe auf Abel Ruiz. Okay, perfekt. Dann darf ich die Nummer 1 behalten in der 5er Auswahl. Das war Fabio Silva, der tatsächlich in dem Fall bei mir nicht mal mehr einen auslaufenden Vertrag hatte, weil er bereits von den Wolves zu Manchester United gewechselt war. Okay. Aber trotzdem recht billig bekommen und darf tatsächlich neben Kovnatski, der noch immer unverändert der eine von den zwei Stürmern ist, vorne dann die Tore hoffentlich schießen. Okay, hoffe ich natürlich nicht. Ich komme zu meiner zweiten Position und da hoffe ich natürlich auch nicht, dass du sie wegsnipen wirst. Mhm. Es geht um den Sechser. Hahaha, Grüße an der Stelle an Romeo Lavia. wir haben auf der Liste einmal der einzige Spieler mit einem auslaufenden Vertrag, das wäre Scott McTominay von Manchester United. Ansonsten haben wir vier talentierte, äußerst talentierte Spieler am Start. Mit Erik Martel vom 1. FC Köln muss wieder am Start sein. Wir haben Onyedika von Club Brügge. Wir haben Vermeeren von Royal Antwerp und João Gomes ebenfalls aus der Premier League von den Wolves. Ja, ist Onyedika mittlerweile bei Brügge? Ich kenne den noch von Slavia Prag tatsächlich. Nee, also der ist bei Brügge, auch von Anfang an. Ich würde aber, letztes Jahr habe ich ihn ausgeschlossen wegen FC, deutscher Spieler. Ich gehe aber jetzt einfach mal mit Erik Martel. Ich glaube, einen auslaufenden Vertrag hat er nicht, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Auch ganz egal, ich gehe mit ihm. Ich würde Martel einloggen. Ja, und damit darf Werder Bremen 2 Jahre in Folge einfach mit Gurke oder gar keinem Sechser spielen. Perfekt, Digga. Chris, warum gehst du denn ein zweites Mal? Also wenn er ein zweites Mal ein Spieler genannt wird, noch nie in der SDG-Showdown-Historie, wird er dann auch gewählt, aber heute ist der Tag und ich habe keinen Sechser mal wieder, Digga. Christian Groß, können wir den nicht irgendwie reaktivieren, Digga? Der hat seine Karriere beendet wahrscheinlich, aber ich reaktiviere ihn, weil Bruder muss los. Ja, kannst ja mal schauen, ob man sein Region irgendwo findet. Ja, ich hoffe, Digga. Ich hoffe. Ja, okay, es tut mir tatsächlich leid, aber ganz gut für mich, dass ich die Sechser-Position dann auf jeden Fall hier erraten habe. Wir kommen später auch noch in der letzten 5er-Auswahl zu meiner Sechser-Position. Jetzt aber erstmal habe ich einen neuen Innenverteidiger geholt. Würde wehtun, denn im Tausch dazu ist Amos Pieper weggegangen. Okay. Ich glaube, alle haben einen auslaufenden Spielervertrag oder zumindest mal gehabt. Das ist einmal hier Lacroix von Wolfsburg, wir haben Solé von RB, wir haben dann hier Krejci, also der Tscheche, kennst du natürlich auch. Dann haben wir hier noch einen Unai Núñez, der ist von Bilbao und zu guter Letzt haben wir noch einen Olivier Boscali, Franzose von PSV. Ich gehe auf Lacroix. Liga intern, ablösefrei, auslaufender Vertrag, gutes Potenzial, gute Gesamtstärke, ich gehe auf Lacroix. Also ich bin tatsächlich mit dem vermeintlichen Routinier gegangen und das ist in dem Fall Unai Núñez, der ist schon 27. Das war mein zweiter Gedanke, weil ich mir dachte, du hast ihn wieder so vorgestellt, so typisch Chris-mäßig, ja, den kennt keiner, vielleicht hast du ihn geholt, war mein Gedanke, aber nein, ich war von Anfang an auf Lacroix und bin dabei geblieben. Okay, ja, Unai Núñez darf bei mir tatsächlich bleiben, hat nur 7 Millionen gekostet und Amos Pieper im Tausch, konnte ich so nicht nein sagen. Okay, check. Dann meine letzte Position. Es geht um einen Innenverteidiger. Backup aber. Also das sind alles Talente. Die haben auch allesamt, glaube ich, dieselbe Gesamtstärke von 72. Nehmen sich nicht viel. Wir beginnen die Auswahl mit Spielers von Club Brügge. Wir haben Sila von Straßburg. Wir haben Jorel Hato von Ajax. Wir haben Thomas Araujo von Sporting Lissabon. Und Leopold Querfeld von Rapid Wien. Querfeld, okay, den habe ich jetzt ja null auf dem Schirm gehabt. Aber ich glaube, der mit einem 87er Potenzial und damit dann am besten und vielleicht auch eher für dich ja derjenige, der in Frage kommt, ist Hato. Und deshalb würde ich einfach mal mit dem gehen. Ja, Digga, als ob er spielen würde, als ob das Potenzial da überhaupt irgendeinen Sinn machen würde, als ob er nicht nächstes Jahr eh nur noch 80 Potenzial hätte. Ja, es ist Jorel Hato, ich darf den zweiten von 3 Spielern abstoßen. Oh. Ja, immerhin. Also immerhin habe ich nicht Pieper oder so eingetauscht, sondern immerhin war er nur Backup. Zeigt großes Potenzial, also der hat auch schon kein 87er Potenzial mehr. Aber danke, Chris, sein 82er Potenzial oder was er auch immer hatte, das darf er jetzt auch nicht ausschöpfen, was er auch eh nicht getan hätte. Ja, okay. Ja, gut, aber ey, ich stand jetzt mal so ein bisschen den richtigen Riecher, wobei der natürlich lange nicht so wehtut, wie jetzt vielleicht in dem Fall so vor Erik Martel. Kommen wir aber jetzt und dann glaube ich auch offiziell zum letzten Pick der zweiten Sommertransferphase zu meiner dritten Auswahl. Sechser-Position. Nur einer mit einem auslaufenden Spielervertrag. Ja, wir haben einmal James Garner, wir haben Niklas Dorsch, wir haben dann einen Mats Wiefer, wir haben einen Amadou Onana und dann noch Rodrigo Vilagra. Oder Mats Wiefer. Achso, das war's schon? Mats Wiefer. Ja, der ist es nicht geworden. Ich habe Rodrigo Vilagra verpflichtet. Noch nicht mal fertig ausgeredet, war für mich klar. Ja, für mich war klar, Mats Wiefer. Ich wollte den von der ersten Saison an holen, habe es jetzt auch im zweiten Jahr nicht gemacht. Hätte ich mal gemacht an der Stelle, muss man auch erwähnen. Ja, ich wollte den schon länger holen. Deswegen bin ich direkt auf ihn gegangen, egal wer die anderen Namen gewesen wären. Wen hast du nochmal geholt? Auf den wäre ich eh niemals gegangen. Ja, es ist der Vilagra. Das war, glaube ich, der einzige Vilagra. Auslauf. Alles klar. Ja, ich wollte es schon so spanisch aussprechen, Vilagra. Also tatsächlich auch nur 500.000 und Jens Day im Tausch, obwohl der viel jünger ist und viel besseres Potenzial hat und auch jetzt vom Rating schon eins besser.
Okay, alles klar. In dem Sinne, zwei Spieler verloren. Einer tut weh, einer eher nicht, aber das ist auch völlig in Ordnung. Im Endeffekt, Mannschaft, Startelf sieht immer noch ziemlich passabel aus, bis auf die Sechserposition. Kann ich vielleicht oder muss ich wahrscheinlich gleich auch umstellen, Leute. Wir springen rein in den Kalender, in die Simulation und zum Ende des zweiten Jahres. Juni 2025, jetzt sind wir fast bei der Hälfte der Saison, bei der Hälfte des Videos, wollte ich eigentlich sagen, angekommen. Fackeln wir gar nicht lang rum, blicken also auf die zwei Wettbewerbe, vielleicht noch zwei Wettbewerbe. Im nächsten Jahr könnte vielleicht einer dazukommen. Bei dir, Frage, ja oder nein, wo bist du gelandet? Bei mir kommt keiner mit dazu. Ich bin einen Punkt besser und damit auch eine Position besser. Ich stehe auf Platz 8. Okay. Was? Wo nochmal? Ja, ich habe 52 Punkte, ich bin einfach nur Achter. Also es war keine allzu gute Saison. Okay, ich habe auf jeden Fall Bochum und Hannover als Absteiger. Schade um Hanno. Aber ich bin Dritter geworden. Boah, ich weiß selber nicht wie. 67 Punkte auf dem Konto. Tordifferenz unnormal viel schlechter als bei Leverkusen. Mhm. Aber wenn Union irgendwo da oben sein kann, dann können wir das auch. Und Stuttgart macht es ja auch gerade in der Realität. Deswegen, die Formationsänderung hat einiges gebracht, würde ich einfach mal behaupten. 67 Punkte, Platz 3 hinter den Bayern und Dortmund, aber auch einiges an Abstand. Also ich bin 18 Punkte hinter Meister. Ja gut, aber du hast trotzdem 15 Punkte mehr als ich. 67 hast du gesagt, gell? Genau. Ja, ich habe 52. Ich habe 12 Niederlagen. Also ja, okay, das ist schon krass. Ja, ist schon ein bisschen zu viel auf jeden Fall. Aber bedeutet für dich 15 Punkte, für mich 10. Wir gehen übrigens mit einem 11-11 aus dem ersten Jahr jetzt hier ins zweite. Im Pokal, naja, weiß ich nicht, wie es da bei dir aussieht. Sag nicht, du hast das Ding gewonnen, bitte nicht. Nee, Hannover war bei mir Finale gegen Bayern. Ich bin in der zweiten Runde bin ich ausgeschieden, gegen deine Kölner. Ja gut, okay, heißt, ich hole wenigstens mal 2 Punkte auf. Ich habe Viktoria Köln geschlagen, ich habe gewonnen gegen Heidenheim, gewonnen. Ah nee, halt, ich hole nur 1 Punkt auf. Ah, perfekt, muss ich ganz kurz zurücknehmen. Ich hatte dann im Viertelfinale Magdeburg und habe einfach gegen Magdeburg verloren. Och, das ist belastend. Ja. Die hatten dann Dortmund und Bayern hatte Leipzig-Dortmund im Finale. Die Bullen gewinnen das Ganze. Ding dann mit 3-2. Naja, schauen wir mal. Trainer des Monatspreises. Ich glaube, da müsste dann bei dir ja auch was da sein. Ja, weiß ich auf jeden Fall. Von einem weiß ich. Ob da noch mehr ging. Ja, da steht eine 2. Okay. Perfekt, dann steht da eine 2 bei dir und eine 0 bei mir. Nee, also Hammer. Bei mir ging da leider nichts. Ich hoffe, ich kann in der Statistik ein bisschen aufholen. Pavlenka hat nach seinem nur einen Spiel zu 0 aus dem Vorjahr doch schon ein bisschen mehr gemacht. Aber bei dir, Castells, habe ich trotzdem so ein bisschen Schiss davor. Ist es zweistellig? Nee. Was heißt 9. Das? Ah, okay, dann geht doch der Punkt trotzdem an dich. Ich habe nämlich nur 8. Aber ist auch stark. Was hat Pavlenka für ein Rating mittlerweile? 78 nur. 78. Ja, okay, ja. Das ist vielleicht auch der Unterschied. Keeper macht viel aus. Ja, definitiv. Castells ist am Start mit einer 85. Top-Vorlagengeber ist bei mir Cole Palmer mit 12. Ja, perfekt. Eins mehr als ich. Romano Schmid mit 11. Schade. Lass mich ganz kurz raten. Dein Top-Torjäger hat 23 Tore. Nein. Also mir hat sich wieder sehr doll aufgeteilt. Ich habe Dingchi mit 8, ich habe Palmer mit 10, ich habe Burkhardt mit 17, das war ja der Bestwert letztes Jahr. Wird nochmal um 2 getoppt, Cucho Hernandez 19. Ah, okay, perfekt. Ich habe Fabio Silva mit 22, also geht der Punkt immerhin an mich. Viel mehr Punkte gibt es jetzt eigentlich in der Saison nicht mehr, ne? Mhm. Bedeutet, wenn ich jetzt hier zusammenrechne, sind es bei dir ziemlich genau 20 Punkte aus dem Jahr. Bei mir sind es gerade mal 13. Bedeutet also hier, du stehst jetzt bei 31, ich stehe bei 24. Bedeutet natürlich 7 Punkte Differenz, die natürlich jetzt in der Differenz alleine in dieser Saison dazugekommen sind. Nächstes Jahr werden es wahrscheinlich nochmal mehr, denn die Champions League ruft für dich. Wobei vielleicht meine Hoffnung, Champions League aus. Mit dieser Gurkentruppe, Digga, werde ich die Gruppenphase wahrscheinlich nicht mal überleben. Ja, ich bin sehr gespannt. Also auf jeden Fall können wir ins dritte Jahr und ich hoffe, ordentlich Geld, wobei auch da der Vorteil auf deiner Seite sein könnte. Okay, Leute, wir haben zwar einen großen Vorteil mit Champions League schon bereits in dieser Saison, die Mannschaft ist aber absolut nicht ready dafür. Wir haben einiges zu tun, die Zeit beginnt in 3, 2, 1, let's go. Und wir haben ein Budget von übrigens 58 Millionen, waren eigentlich 50, hängt damit zusammen, dass bei Pipa die Freigabesumme gezogen wurde, hatte ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, das war auch weniger als der Marktwert. Das heißt, da wurden wir auch ein bisschen über den Tisch gezogen, aber sei es drum, normalerweise zieht man immer andere Vereine im Karrieremodus über den Tisch und jetzt wurden wir mal über den Tisch gezogen. Unser erster Neuzugang ist am Start und das wird natürlich der Ersatz für Pipa in der Innenverteidigung. David Hanko ist mehr als nur ein Ersatz, er ist ein absolutes Upgrade. 83er Gesamtstärke, wir zahlen knappe 30 Millionen Euro an Feyenoord Rotterdam und haben unseren neuen Abwehrchef aber gefunden. Saison Nummer 3, der Timer läuft in 3, 2, 1, let's go. 20 Minuten, ja, wir kommen so langsam in Richtung 80 plus. Kovnatski, Schmid, Pavlenka, das sind die drei, die die 8 noch nicht vorm Gesamtrating haben. Wir haben 36 Millionen, ja, wir haben 6 aus dem Vorjahr noch mitgenommen, wobei ich auch nicht weiß, ob man die dann komplett, ja, mit dem Endbetrag aus dem Vorjahr mit ins neue nimmt, ja, aber naja, 36 Millionen, Dennis hat gute 15 mehr, was aber auch verdient ist, ja, ich einfach nur auf Platz 8, er Platz 3, Champions League, sollte ja auch gewisse Vorteile haben. Gucken wir einfach mal. Ich will jetzt definitiv einen neuen Torhüter. Das war vielleicht ausschlaggebend gerade bei Dennis. Könnte jetzt auch ausschlaggebend bei mir sein.
und dann vielleicht noch einen neuen Achter, Zehner plus Stürmer. Naja, die Motivation und die Vorfreude hält sich in Grenzen, weil ehrlich gesagt die Möglichkeiten halt ja auch wirklich stark begrenzt sind. Yassin Bounou ist unsere neue Nummer 1, ist zwar schon 34, hat aber eine 85 und bei Al-Hilal einen auslaufenden Spielervertrag, kostet uns dementsprechend nur 6 Millionen. Ich hoffe, er verschlechtert sich nicht ganz so krass. Wir brauchen ihn einfach noch für beide Jahre. Ich hoffe, wir dürfen ihn behalten. Dann nehmen wir mal Castells, wir haben Nick Pope, wir waren in Verhandlungen mit Pope und auch Castells. Genauso haben wir noch einen Ter Stegen mit auf der 5er Auswahl und auch einen Kevin Trapp. Jetzt ist es er geworden, marokkanischer zum Neutorhüter. Ich hoffe, er bleibt und ich hoffe wirklich. Naja, wenn nicht, haben wir noch immer Jiří Pavlenka, der im Umkehrschluss logischerweise erstmal nicht verkauft wird. Lange hat die Suche gebraucht, jetzt werden wir aber endlich fündig, was die Flügelposition angeht. Eren Dingchi wird ersetzt durch Alassane Maxima, 28 Jahre alt, 82er Gesamtstärke und ich hoffe, dass mit einer Positionsänderung auf den Flügel er sogar noch ein bisschen an Gesamtstärke dazu gewinnt, der zweite und gleichzeitig auch letzte Transfer. Unsere Mannschaft sieht im Endeffekt damit wie folgt aus, wir haben Castells im Tor, Viererkette, also mit Hanko neu in der Innenverteidigung dazugekommen und Alassane Maxima hier auf dem rechten Flügel, ansonsten bleibt alles genauso wie es ist, wir könnten jetzt hier natürlich auf Krampf irgendwas sinnlos verändern, aber da ist mir das Risiko einfach zu groß. Wir haben gerade einen ordentlichen Vorsprung auf Chris und den möchte ich natürlich halten. Joey Fährmann kommt also aus den Niederlanden. Er ist zwar schon 28, vielleicht schon mehr oder weniger Routinier, hat aber eine 82, kostet uns nur 11 Millionen und Romano Schmid im Tausch. Bedeutet also, wir haben mit Bounou eine neue Nummer 1, wir haben mit ihm einen neuen Spielmacher aus der 8 respektive 10 und wollen jetzt noch einen neuen Stürmer. Auch mal mindestens mit einem 80er Gesamtrating. Den Mann und Felix Agu werden wir parallel verkaufen, sodass wir jetzt dann auch noch ein bisschen finanzielle Möglichkeiten zur Verfügung haben. Hovnatski und 22 Millionen weg. Es kommt Amin Adli. Der kennt die Bundesliga aus seiner Zeit bei Leverkusen, ist aber hier mittlerweile zum RCD nach Mallorca gewechselt, also in die La Liga. Jetzt kommt er zurück, hat eine 81. Ist alles sehr riskant. Wir haben die 80 aber jetzt im Kollektiv. Das ist mein Lieblingswort. Bounou, Fährmann und jetzt auch Adli. Ich hoffe, wir dürfen alle behalten. Bisher sind wir ja auch noch komplett ohne Snipes ausgekommen. Also wir haben getroffen. Wiederum wurden wir nicht getroffen. Das kann natürlich jetzt dann passieren. Und dann wird es uns nochmal heftiger in den Keller ziehen. Aber das Risiko mussten wir jetzt gehen. So, da sind wir also auch wieder bei der Snipe-Phase, nachdem wir also die Transfers relativ schnell auch mal wieder abgeschlossen haben. Bei mir sind es nur 2 Transfers geworden, bei Chris 3, bedeutet aber, wir haben nur 2 Auswahlen, weil ich kann ja nichts aufstellen oder einen alten Transfer. Deswegen, Leute, kommen wir zur Auswahl. Ich beginne diesmal nicht, sondern du, Chris. Ja, okay. Und wir fangen an. Einen darf ich ja schon mal safen. Das nehme ich einfach schon mal vorweg, denn er ist vom Rating der Schwächste. Amin Adli ist mein neuer Stürmer. Okay. Ja, damit verrate ich tatsächlich noch nicht zu viel, denn die Spieler danach sind jetzt ein bisschen stärker. Ich habe einen neuen Torhüter verpflichtet. Endlich! Pavlenka ist zwar noch da, weil ich habe ehrlich Schiss, aber ja, zur 5er Auswahl hier absolute Routiniers. Ich glaube auch alle nahezu mit einem auslaufenden Vertrag. Wir haben Yassin Bounou, wir haben dann Kevin Trapp, wir haben Nick Pope, wir haben Kuhn Castells, ja, vielleicht der gleiche Move wie bei dir und zu guter Letzt noch Bernd Leno. Leno Castells schließe ich aus. Ich glaube, das ist ein Bait und Leno ist zu alt, deswegen einer der ersten drei. Vielleicht freust du dich jetzt. Also ich kann dir schon mal so viel verraten, ich freue mich noch nicht. Ja? Oh, okay, interessant. Also das okay, heißt jetzt bei dir Bounou, Trapp und Pope. Bounou. Also, ich weiß es nicht, Digga. Deutsche Option ist natürlich immer interessant. Vielleicht auch, weil du die Liga so ein bisschen schwächen willst. Nehme ich Trapo? Nein, Digga, ganz ehrlich, ich gehe auf Pope. Oh mein Gott, Junge, let's go! Bounou ist am Start, Junge, oh, ja! Okay. Geil, ja. Junge, ey, ich war in Verhandlungen bei Newcastle mit Nick Pope, die wollten mir aber zu viel. Ich habe aber gedacht, ja, Nick Pope, 9 Millionen, vielleicht kriege ich noch einen günstiger und Bounou habe ich für 6 bekommen. Junge, ich hatte beide als Übereinkunft und okay, dein Ausschlussprinzip war sehr erfolgreich, jetzt hinten raus zwar nicht, aber da war es dann 50-50, trotzdem, ich habe geschwitzt schade. Ohne Ende. Schade, aber okay, Junge, dann darfst du auf alle Fälle Bounou behalten und ich komme zum Innenverteidiger. Egal, weil Pieper hat mich ja verlassen. Und ich finde die Auswahl sehr interessant. Sind auf alle Fälle, fast alle würde ich auch behaupten, auf einem Niveau. Wir haben einmal Daniel Vivian, auch Namen, die wir nicht oft gehört haben. Das mal an der Spanier Stelle aber, gell? Genau, Vivian von Athletic Bilbao. Auch alle auslaufenden Verträge, das hatte ich noch vergessen zu erwähnen. Wir haben Schurs von Turin, wo er mittlerweile spielt. Wir haben Juan Foyt von Villarreal, da wo man natürlich die Position ändern kann. Kennst du natürlich auch. Wir haben Hanko von Feyenoord Rotterdam und Medina von Lens. Kleiner Spoiler an der Stelle, den kennt man ja aus dem ein oder anderen Showdown und genau. Zumindest aus einem anderen Showdown. Hanko ist irgendwie immer so, der entwickelt sich nie. Das ist so ein typischer Innenverteidiger, der irgendwie nie die Wege ist. Ja, ohne Scheiß. Real Talk. Und Foyt, ja, das ist schon mega interessant. Vivian würde ich aber ausschließen. Der zweite, wer war das nochmal? Schurs. Interessant.
Ja, genau. Früher auch so ein krasses Innenverteidiger-Talent noch bei Ajax. Nächster De Ligt dachten Leute, ne? Ja, am Ende safe. Halt so, ja, ist ordentlich, aber halt nicht der nächste De Ligt. Genau, so ist es. Ja, ich tendiere zwischen ihm und, was habe ich jetzt nochmal gesagt? Voigt. Wer war der dritte? Voigt. Ich gehe nicht mit Positionswechsel. Ich gehe mit Schurz. Okay, dann war für mich aber relativ schnell klar, dass ich Hanko, der sich bei mir mit am besten entwickelt hatte, behalten darf. Also es ist heute ein Ding von du schließt. Entweder du machst komplett mich kaputt oder ich bin wirklich schon bei der Hälfte, bei dem du redest. Ich weiß schon, okay, mein Spieler ist am Start. Ja, Hanko hat jetzt was für ein Rating? 83, also ja, er ist okay, genau die Mitte, kann man sagen. 84 wäre Vivian der Beste und Schurz ist der Schlechteste mit 82. Ja, okay. Ja, gut. Ey, wirklich sehr, sehr stark. Also Hanko 83 ist ja solide, ist ja jetzt nicht schlecht oder so, ne? Auf jeden Fall. Irgendwie hofft man bei dem dann doch so mal in Richtung 85. Was ja bei dir vielleicht passieren kann. Wir kommen zu meiner zweiten und zugleich auch schon letzten Auswahl. Ich habe den neuen Achter verpflichtet, aber auch hier Tauschdeal, denn ich habe Romano Schmid dagegen hergegeben. Keita ist noch da. Ich habe jetzt die 80 im Kollektiv. Oh, ja, okay. Mindestens. Der Standardsatz. Ja, genau, man kennt es. Zur Auswahl gibt es also einmal Schaparenko, der Ukrainer von Dynamo Kiew. Wir haben dann Joey Fermann, wir haben Ederson, wir haben Haidara und wir haben Lovro Meier. Linksverteidiger, darum geht's gerade, ne? Nee, ZM. Ach, Lovro Meier, ich habe gerade an Björn Meier gedacht. Achso, nee, also ZM Meier. Okay, Haidara, dann sag mir bitte die Liste nochmal neu, weil ich war gerade nicht mal sicher, um welche Position es geht. Ich war irgendwie mit meinen Gedanken, es tut mir leid. Schaparenko, das ist der ZM von der Ukrainer von Dynamo Kiew. Donetsk, ne? Ah, ja, Kiew. Nee, Kiew, genau. Yes. Dann haben wir Joey Fermann, der ist von PSV. Dann haben wir Ederson, der ist ursprünglich, glaube ich, mal von Atalanta. Hier war er dann schon bei Leicester. Aha. Wir haben natürlich Amadou Haidara, Liga-intern noch immer bei Leipzig und auch Lovro Meier noch immer bei Wolfsburg. Das ist eine schwere Auswahl, aber ich würde, weil die anderen drei davor, die sagen mir gar nichts, vielleicht freust du dich jetzt. Ich gehe auf einen der Bundesliga-Boys, Haidara oder, wer war der letzte nochmal? Lovro Meier. Genau, Meier. Lovro Meier. Und ich würde aber mit Haidara gehen, weil ich glaube, Meier ist zu teuer. Ja, ich habe direkt meine Fünferliste hier weggepackt, denn es ist Joey Fermann geworden, der tatsächlich der stärkste ist aus der Auswahl mit einer 82. Okay, check. Dann darfst du deine beiden Spieler auch behalten, ne? Und ich darf meinen letzten noch nicht behalten, denn es geht um einen neuen Flügelspieler. Dingchi wurde ersetzt, der darf jetzt auf der Bank Platz nehmen. Und in der Startelf steht jetzt wohl möglich, vielleicht, Ademola Lukman von Atalanta Bergamo. Wir haben Alassar Maxima von, keine Ahnung, wo er spielt, Saudi irgendwas. Ja. Wir haben Marcus Edwards von Sporting Lissabon, Mbueno von Brentford und Salemakers von Milan. Auch hier sei zu erwähnen, alle Spieler mit einem auslaufenden Vertrag. Ja, Mbueno habe ich gerade auch hier auf der 5er Auswahlliste gesehen, aber Ademola Lukman oder irgendwie so heißt er ja, glaube ich, gell? Genau, der war auch bei ehemals Leipzig, ja, und dann auch mal bei Everton und dann bei Atalanta. Und so oft jetzt zuletzt in Fünfer-Auswahlen. Ich habe ihn nie genommen und das ändere ich jetzt. Ich gehe mit Lukman. Okay, dann darf ich aber meine beiden Spieler behalten, denn ich habe verpflichtet Alassar Maxima nochmal mit dem Positionswechsel um eine Gesamtstärke hochgegangen, aber ich dachte mir, gut, 28 Jahre, kein Potenzial mehr nach oben. Halt so typische Champions-League-Transfers, kann man sagen, beide haben eine 83, die ich verpflichtet habe. Ja, nicht mit viel Potenzial, aber... Ja, aber trotzdem, sehr, sehr stark. Genau, und das war auch meine Hoffnung, dass du eben nicht auf einen Samaximar gehst, weil der ja auch schon so ein bisschen gefühlt untergetaucht ist in Saudi-Arabien, so wie viele andere Spieler auch, bekommst halt nicht mehr viel mit. Und damit, Leute, wird es Zeit. Dritte Saison, Kalendersimulation. Mal gucken, mal schauen, wie es wird. Ich spiele in der Champions League, Chris zwar nicht, aber das soll nicht heißen, dass er nicht am Ende des Jahres mehr Punkte haben könnte als ich. Und genau dahin springen wir jetzt. Jetzt sind wir dann angekommen, am Ende der dritten Saison. Und nachdem Dennis ja letztes Jahr Champions League gespielt hat, oder die Qualifikation geschafft hat und jetzt in diesem Jahr Champions League gespielt hat, war das natürlich auch mein Ziel. Ich kann so viel schon mal vorwegnehmen, Dennis, ich habe es gerade so geschafft. Ich stehe mit Bremen auf Platz 4, habe aber auch gut Vorsprung, 8 Punkte. Ich habe 63 Zähler insgesamt und damit, glaube ich, 4 weniger als du im Vorjahr. Müssten, glaube ich, ein paar mehr, oder? Hattest du nicht 60? Ich dachte, 67 hattest du. Ich habe 63. Ich habe irgendwas mit 70 im Kopf gehabt, aber ich bin mir gerade selber nicht sicher. Deswegen könnt ihr ja mal gerne kommentieren an der Stelle, wie es der Fall gewesen ist letztendlich. Ich habe 9 Punkte mehr als du, 72 auf dem Konto dieses Jahr. Deswegen, ich bin mir eigentlich sicher, dass die Saison relativ ähnlich war wie die letzte. Ja. Mit dem Unterschied, dass wir Meister geworden sind. Okay, also sehr, irgendwie gab es keine Saison von Bayern, die Sechster sind nur. Mhm. Dortmund ist auf der 4. Es gab halt keinen Verein, der 80 Punkte hatte oder so. Dementsprechend werden wir mit 72 Punkten nur Meister. 5 vor Leverkusen, 7 vor Leipzig und 9 dann vom BVB. Bayern, wie gesagt, nur Sechster. Absteigen tun der HSV und Schalke, Köln in der Relegation. Und ich kann es direkt mal weitermachen, denn Werder Bremen holt, genau wie 2004 müsste es gewesen sein, das nationale Double. Den Pokal also ebenfalls. An der Stelle, ich blende es ein. Werder Bremen, lebenslang grün-weiß. Ich habe auch leise meine Lippen dazu bewegt. Okay, finde ich gut. Wie ist dieser Pokal bei dir aus, Bro? Sehr, sehr stark, ja. Also, der Berliner Traum, der war tatsächlich da. Okay. Aber auch nur, weil Hertha in Runde 2 zu Gast bei mir in Bremen war und mich dann mit 3-1 einfach geklatscht hat.
Dementsprechend gibt es für mich tatsächlich keine Punkte. Okay. Ist bis dato eine Machtdemonstration. Völlig überraschend. Also ich dachte nicht, dass ich so auf den Sack bekomme, ehrlich. Ich glaube halt, wie gesagt, so wie ich es auch gerade in der Kalendersimulation meinte, das ist einfach Castells. Und 85er Keeper oder 84 hat er zum Start, direkt da hinten drin zu haben, das ist, glaube ich, einfach ein Gamechanger. Ja. Ich hatte erste Runde Mainz, zweite Runde Gladbach, dann in der dritten Hannover, Halbfinale Heidenheim. Also zum Ende wurde es immer schlechter und im Finale dann Dortmund 2-0 besiegt. Okay, da kommen wir nochmal kurz zur Champions League. Die hatte ich ja noch als Zusatz. Ging nicht weit. Arsenal war in meiner Gruppe. Ich bin auch nur Dritter geworden. Arsenal aber auch nur Zweiter. Keine Ahnung wieso. Benfica wird Erster. Zagreb Letzter. Und auf Ansage natürlich Vorrunde in der Europa League. Man hat meinen Gegner gerade schon gesehen. Marseille hat die Europa League gewonnen und mich natürlich in der Vorrunde direkt rausgehauen. Bedeutet also nur in Anführungszeichen 2 Punkte. Okay, also bei mir Europa League übrigens hier das Manchester Derby. Also wir Manchester City gegen United. Die Citizens haben sich da dann durchgesetzt. Bei mir noch der Vollständigkeit halber Pokal ging nach Dortmund. Die haben gegen Hamburg meine Perle gewonnen mit 1-0. Also nicht meine Perle, aber halt, ihr wisst ja auf jeden Fall, was ich meine. Genau, dann heißt es Trainer des Monatspreise. Vergleichen wir mal ganz kurz. Also, ja, perfekt. Also ich mache die 3 voll, also im Sinne von, dass ich 3-mal in Folge eine 0 da stehen habe. Oh, okay. Bei mir ist es ein kontinuierlicher Fortschritt. Im ersten Jahr war es einer, im zweiten 2 und im dritten sind es 3. Gut, okay, mit der Meisterschaft, ja, ist es dann wahrscheinlich schon auch gerechtfertigt. Dann schauen wir noch ganz kurz auf die Spiele ohne Gegentor. Bono hat 20 Einsätze, Pavlenka ist tatsächlich auch zu 8 Einsätzen gekommen. Dementsprechend steht da nur eine 6 bei Yassine Bono. Oh, trotzdem stark. Ich habe Castells 47 Einsätze und nur in Anführungszeichen 8-0. Okay, ja gut, also Bono nicht schlecht gemacht. Trotzdem bringt mir leider nicht ganz so viel. Genauso wenig wie, glaube ich, die Vorlagen. Fabio Silva. 17 von Parma. Ja, gut, okay, da kann ich meine ersten 2 zusammenzählen und komme noch nicht mal auf 17, da habe ich 9 bei Fabio Silva. Hätte ich auch noch Cucho Hernandez im Angebot mit 11. Ja, auch stark. Und die meisten Tore, ich habe jetzt schon mal die 1 für dich eingetragen, weil ich glaube, es geht auch an dich. Cucho Hernandez mit 32. Ja, okay, also dann nimmst du bei mir Fabio Silva mal 2, also die 16 mal 2, dann sind wir da auf Augenhöhe. Silva hätte ich auch noch Volkart mit 20 am Start. Ja, also mit 16 tatsächlich mein Bester. Ey, wirklich, 32 Tore ist er abartig stark, also wirklich richtig gut. Chapeau, da muss ich dann einfach auch mal den Hut ziehen. Ist eine sehr, sehr deutliche Angelegenheit. Ich kann mal ganz kurz hier zusammenrechnen. Es sind 31, 34 Punkte für dich in diesem Jahr. Für mich gibt's 14. Also heißt 20 Punkte einfach mal nur, was heißt nur, komplett Differenz. Wir haben dann insgesamt also 65 Punkte bei dir. Wir haben 38 bei mir. Stark. Sag mal, habe ich heute überhaupt mitgespielt in dem Showdown oder wie sieht's da aus? Ich freue mich ja absolut gar nicht aufs letzte Jahr. Ja, wobei, doch, ich habe eigentlich schon Bock, noch so ein paar Transfers zu tätigen. Komm, Digga, Champions League gewinnst du einfach und dann hast du noch einen schönen Abschluss. Ja, das, guck mal, man muss sich vorstellen, du könntest jetzt aufhören zu spielen und könntest alle Wettbewerbe gewinnen. Ich bräuchte wahrscheinlich 12 Trainer des Monatspreise, wahrscheinlich um ansatzweise eine Chance zu haben. Aber egal, ich gebe nicht auf. Noch ist es vielleicht rein rechnerisch möglich, keine Ahnung. Na, egal, für euch trotzdem geiles Video. Ich liebe dich in deine Art, Bro. Ab ins vierte Jahr. Let's go. Auf Ansage, Leute, Chris wird genau wie mein C nach dieser Aufnahme gebrochen sein. Und ich glaube, wir sind relativ gut dabei, genau das zu schaffen. Die Zeit beginnt in 3, 2, 1. Let's go, Freunde. Ein letztes Jahr in der vierten Saison nochmal. Sommertransfers. 84 Millionen Budget, ein bisschen mehr als bei Chris. Lief ja auch ein bisschen besser als bei ihm. Deswegen nochmal kurz hier unter die Nase reiben, auch wenn das Ganze hier nicht hört, weil es nur mein Part ist. Gehen wir also nochmal rein in die Transfers. Zum Abschluss würde ich gerne nochmal das zentrale Mittelfeld verstärken. Ist so ein bisschen der schwächste Bereich bei uns mit Keita und Scott. Die haben irgendwie 79, 81er Gesamtstärke. Ist in Ordnung, aber geht besser. Eben mit Fabio Miretti, den wir hier holen. Hat eine 83er Gesamtstärke und ist auch direkt ein Upgrade für die Startelf. Und verstärken will ich das zentrale Mittelfeld aber direkt im Doppelpack. Denn neben Miretti kommt ebenfalls fürs Mittelfeld Ivan Ilic vom FC Torino mit einer 85er Gesamtstärke. Keita eingetauscht, da hatte Turin zum Glück Interesse, nochmal 35 Millionen obendrauf bezahlt für eben auch ein saftiges erneutes Upgrade im zentralen Mittelfeld. Und weitere Transfers will ich da noch gar nicht mehr machen. Ich bin unfassbar zufrieden mit der Mannschaft von Anfang an und dazu die Außenverteidiger von Werder Bremen einfach noch am Start mit Agu und Weiser. Das finde ich hat auch auf jeden Fall seinen Charme. Wir haben vorne Burkhardt seit der ersten Saison, Cucho Hernandez, der ein absolut geiler Transfer war, genauso Palma, der sich jetzt als absolut geiler Zehner entwickelt hat. Castells im Tor weiterhin mit einer 86. Schlechteste Gesamtstärke ist zwar die 79. Wir haben keine 80er Gesamtstärke im Kollektiv, werden die aber, denke ich mal, auch noch erreichen. Und selbst wenn nicht, ist es mir egal, denn wir sind trotzdem am Ballen und erfolgreich. Let's go! Ein letztes Mal. Und ja, 27 Punkte Differenz sind extrem viel, aber wer weiß, vielleicht geht ja doch noch
noch was. Der Timer startet in 3, 2, 1, let's go und 20 Minuten. Ich denke, Núñez und Keita sind die zwei Baustellen, in Anführungszeichen. Wir haben 72 Millionen, volles Risiko. Wir haben ja eh nichts mehr zu verlieren, was also bedeutet, wir werden die zwei wahrscheinlich im Gegenzug dazu tauschen und eben dann hoffentlich deutlich bessere Spieler für die einmal Achterposition und einmal Innenverteidigerposition gewinnen. Tauschstil 1, Naby Keita und knappe 25 Millionen für Alexis McAllister. Jetzt könnte man meinen, geil, Naby Keita zurück zu den Reds an die Anfield Road, dem ist aber nicht so, denn McAllister, der Weltmeister aus Argentinien, ist mittlerweile hier zu der Roma gewechselt und somit heißt es also für Keita, es geht in die Serie A. Ich glaube, dort war er noch nicht, also auch erstmalige Erfahrung für ihn, genauso wie für McAllister, in dem Fall die Bundesliga, und jetzt mit einer 84 und erst 27 bei uns, ja, richtig gut, zudem wir jetzt noch über 45 Millionen für einen neuen Innenverteidiger zur Verfügung haben. Auch der zweite Neuzugang ist gefunden und damit sind wir fertig. Es ist ein neuer Innenverteidiger und ich werde das Gleiche, was ich jetzt zu euch hier kommentiere, auch später zu Dennis sagen, um das Ganze vielleicht ein bisschen zu auffällig zu gestalten, sodass er sagt, nee, den habe ich niemals geholt. Aber hey, kurzes Wortspiel, wir sind bei Werder Bremen und wen muss man dann holen für die Innenverteidigerposition? Ein Bremer. Logischerweise, und genau der kommt von der alten Dame, also von Juventus Turin. 29 Jahre, 87er Gesamtrating, Núñez im Tausch und 30 Millionen obendrauf. Und damit, ja, neben dem Tausch, die McAllister, Keita, jetzt auch in dem Fall Núñez für, in dem Fall für uns dann logischerweise Bremer, ein Bremer im Bremer Trikot. Geil. Ein letztes Mal, hier sind wir angekommen. Die vierte von vier Sommertransferphasen. Bedeutet, beide haben zwei Transfers. Und jetzt ist es so, dass du, Dennis, glaube ich, wieder beginnen genau, müsstest, gell? Richtig, mit deiner fünften Auswahl. Genau, richtig, vierten, ja. Exakt. Ja, ich habe zwei neue zentrale Mittelfeldspieler verpflichtet. Das sind auch meine einzigen beiden Transfers. Wir haben beide nur zwei, das heißt, es kommen auch nur zwei Auswahlen hier dran. Ist halt nun mal so, wenn man einen Verein hat wie Werder Bremen, nicht das meiste Geld, irgendwie jedes Jahr 200 Millionen, dann kann man nun mal, wenn man die ganze Mannschaft nicht ändern will, eben nicht immer drei oder mehr Transfers machen. So viel also dazu. Ich habe hier für den ersten Zentral Mittelfeldspieler für dich im Angebot. Einmal Zubimendi von Real Sociedad, wir haben Florentino von Benfica Lissabon, wir haben Boubacar Camara von Aston Villa, wir haben Ivan Illich von Torino und zu guter Letzt noch Conny Leimer von den Bayern. Okay. ich tendiere zwischen Florentino und Conny Leimer. Okay. Ja, Zubimendi weiß jetzt nicht. Camara hatten wir, glaube ich, erst. Und ja, Illich ist immer so von der Entwicklung nicht der unbedingt stärkste, aber vielleicht, ja, ähnlich wie bei Hanko auch zuvor, ist es dann doch. Conny Leimer oder... Ah, wobei, nix oder. Komm, ich lock Conny Leimer einfach direkt mal ein. Gehen wir doch mit ihm. Was meinst du gerade nochmal wegen Illich? Er hat sie nicht so... Also, der hat hier, glaube ich, 85er Potenzial. Aber wenn ich den in Sprint to Glories habe, zumindest auf der Playstation, dann geht der nie so krass nach oben. Ivan Illich, 85er Gesamtstärke. Willkommen bei Werder Bremen. Ja, er ist da. Okay, stark. Er ist da. Also, let's go. Dann geht's für mich jetzt hier auf der 8er Position auch weiter, denn ich habe einen ZM und einen Innenverteidiger verpflichtet. Der ZM ist entweder Alex Casilla oder Toyn Koopmeiners, vielleicht aber auch Alexis McAllister. Wir haben dann noch Rodrigo Bentancur und wir haben noch Orkun Kökçü. Ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Ich gehe auf Bentancur oder Kökçü. Kannst dich freuen oder nicht. Ich gehe auf Kökçü. Okay, es ist McAllister geworden. 24 Millionen und Keita im Tausch hat eine 84, also eine deutliche Verstärkung im Vergleich zu Naby Keita, der vorher ja mit einer 81 nur da gespielt hat. Okay, check. Dann komme ich nochmal zu meiner letzten Position. Es geht natürlich nochmal um einen zentralen Mittelfeldspieler. Auch hier alle auslaufenden Verträge. Ach, das hatte ich gerade vergessen zu erwähnen. Da waren auch alle mit auslaufenden Verträgen. Mhm, hier okay. Ebenfalls dasselbe. Wir haben Marcos Llorente von Atletico. Wir haben Lobotka von Napoli. Wir haben Miretti von Juve. Wir haben Medina aus Argentina und Vitinha von Paris Saint-Germain. Ich weiß nicht warum, aber den hatte ich direkt auf dem Schirm. Lobotka, mit dem würde ich gehen. Finde ich gut, denn ich habe Miretti geholt, der okay, bei stark. Paris Saint-Germain war. Da lief aber auch sein Vertrag aus, deswegen habe ich mich nicht lumpen lassen. Ich sehe gerade, ich habe nur 42 Millionen für den Bruder bezahlt, aber sein Marktwert ist jetzt einfach auf 81 Millionen gestiegen. Wow, okay. Also das, geisteskrank. Karrieremodus, also, übrigens, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, bei jedem Transfer im Karrieremodus, egal ob Laie, also normaler Transfer, wo man eine Summe zahlt, egal bei welcher Aktion in dem Sinne, das Potenzial des Spielers oder der Spieler verändert sich praktisch immer. Ihr kauft einen Spieler, ihr müsst mal auf den Marktwert achten. Wenn er sich verändert, positiv, negativ, ist das Potenzial gestiegen oder nicht, bleibt der, hat sich nicht verändert. Das auf jeden Fall dazu. Kurze Karrieremodus Lernsession mit DGTV. Wir starten rein ins letzte Jahr in die Kalendersimulation. Hallo? Ja? Ich habe noch einen Innenverteidiger. Achso. Digga, ich war so in meinem Redefluss. Ich habe komplett ich dachte, du hast angefangen. Nee, okay, also wir können es auch gerne lassen. Ich behalte auch gerne meinen Innenverteidiger. Könntest du gerne, aber ich würde dir doch gerne wegsnimmen. Ich habe heute mal wieder ein paar Spieler verloren durch dich, deswegen hau raus. Tatsächlich ist ja, glaube ich, bisher noch kein Spieler von mir gesniped worden, ne?
Ich glaube auch, ne? Ich krieg keine Snipes, aber ich krieg die Ergebnisse, finde ich auch. Ja, das ist auch, ja, nimmt man dann auf jeden Fall sehr, sehr gerne mit. Also, Innenverteidiger. Wir haben zur Auswahl Dayot Upamecano, wir haben Gabriel, wir haben Pau Torres, wir haben Kim Min-jae und zu guter Letzt womöglich ja ein Bremer im Bremer Trikot. Der musste sein. Also, kleines Wortspiel an der Stelle. Deshalb habe ich den Bremer noch mit hier auf jeden Fall auch auf der 5er Auswahlliste. Und jetzt vielleicht können, ich ja auch den mal in das Blut und Glory geholt und genau dasselbe gesagt, um ehrlich zu sein. Ja? Ja. Ja gut, es ist ja auch nicht so ganz weit entfernt, ne? Also, schon auf jeden so Fall heißt, nicht, ja. Definitiv. Da muss man auf jeden Fall kein Albert Einstein für sein. Ich würde aber mit einer Bayern-Boys gehen, Upa oder Kim Min-jae, und ich gehe auf den Min-jae. Ja, der Min-jae, der war mittlerweile bei mir bei Bergamo, da ist er auch noch weiterhin und ich habe tatsächlich den Bremer verpflichtet. Ja, okay. Bremer ist auf jeden Fall am Start. Hab Bremer gedacht, ist Bremer. Ich rede extra so ein bisschen mehr darüber, dass es vielleicht dann für dich auch so ein bisschen unscheinbarer wirkt. Aber damit steht jetzt auch meine Mannschaft. Ich kümmere mich noch so ein bisschen um Entwicklungspläne und dann können wir eigentlich auch ans Ende, Dennis, würde ich sagen, oder? Let's go! So Leute, 4 Jahre mit dem SV Werder Bremen finden jetzt also ihr Ende. Das Video findet so langsam aber sicher auch das Ende. Und ja, wir blicken als erstes mal auf die Bundesliga-Tabelle. Wie sieht's aus, Chris? Ja du, also ich habe es gerade zu Dennis schon mal gesagt. Ich war in der Wintertransferphase tatsächlich auf Platz 11 oder Platz 12. 11, glaube ich, war es. Ja, es ist Platz 7 jetzt noch geworden tatsächlich. Ah, was? Wie viele Punkte? 50. Also wirklich skandalös. Also wenn ihr nachher mein Team seht, dann versteht ihr, glaube ich, auch, warum ich sage, dass das eine Frechheit ist. Die Hinrunde war bodenlos, aber 14 Mal halt unentschieden gespielt. Das ist so der zweitbeste Wert und der Wert ist nicht gut. Der ist natürlich schlecht, aber naja, egal. So ist es halt eben. Heißt also, für mich gibt es 11 Punkte und für dich 20 oder? Ja. Ja, stark. Wieder mal 72 Punkte. Statistiken, glaube ich, ein bisschen anders. 2 Unentschieden weniger, dafür 2 Siege mehr, dafür, glaube ich, auch Niederlagen mehr. Mhm. Ja, 23 Siege, 3 Unentschieden, 8 Niederlagen, 2 Punkte vor den Bayern. Und ein weiteres nationales Double für Werder Bremen. Ein zweites in Folge. Auch, glaube ich, haben wir letztes Jahr, hatten wir da auch Leipzig im Finale besiegt? Ich weiß es nicht mehr. Könnte es sein. Könnte auf jeden Fall sein. Mhm. Falls nicht, korrigiert es gerne in den Kommentaren. Davor Halbfinale Bayern 2-0, davor Darmstadt 3-0, Frankfurt 2-4 und wen hatten wir noch? Karlsruhe 2-1. Ja, okay, also für mich gibt es unabhängig der Liga-Platzierung nächstes Jahr, oder theoretisch würde es für mich nach Europa gehen, in die Europa League, denn ich bin auch Pokalsieger. Ah, okay. Ich habe Karlsruhe geschlagen, ich habe Leipzig gewonnen, dann in Hannover, dann gegen Köln und im Finale gegen Freiburg. Naja, heißt für beide also 6 Punkte. Wenn wir auf die Champions League blicken, sehen wir bei mir im Finale Juve gegen Manchester City und mich leider gleich auf mit PSV. Beiden 9 Punkten hier nur auf Platz 3. Naja, ich hatte noch Manchester United und Brøndby, aber... Wie viele Punkte hattest du 9. insgesamt? 9, perfekt. Du bist mit 9 in der Europa League. Ich komme mit 8 Punkten in die K.O.-Phase, weil Fenerbahce nur 6 hat und Kiew nur 4. Und ja, Achtelfinale, Rückspiel irgendwie gewonnen und im Elfmeterschießen dann gegen City gewonnen. Ja. Viertelfinale 4-3 gegen Juve, Halbfinale 4-2 gegen Liverpool. Dann dachte ich eigentlich, Bruder, das Ding ist safe. Gegen wen habe ich hier alles gewonnen? Nur um dann im Finale von Osimhen auf die Schnauze zu kriegen und 1-0 zu verlieren. Okay, also es das heißt 3, 6, 9, 12 Punkte gibt es da für dich. Ja, dafür, dass es eigentlich so aussah, als würde ich auch in die Europa League rutschen, weil zur Hälfte der Spiele hatte ich einfach irgendwie 2 Punkte oder so. Ja, lief es im Endeffekt doch ganz gut. Ja, ich hole auf jeden Fall ein Double hier mit Bremen, weil ich habe gewonnen. Junge, geil. 3-1 ging es da drin, dann 4-3 gegen Galla, dann 6-4 gegen Bergamo, 4-2 gegen Salzburg und im Finale gegen Liverpool. Bedeutet also, ich bin bei 2, 4, 6, 8, 14. 12, oder? Nee, müsste 14. 12 sein, weil die Finale Vorrunde... Finale muss ja 2 mal 2 sein. Ja, aber die Vorrunde zählt nicht mit. Ich krieg du kriegst zwei, zwei durch die Gruppe, dann 4 Achtelfinale, 6. Ah ja, du hast recht. Ja. Nichts gesagt, Digga. Also, ey, deswegen mache ich die Punkte nicht, sorry. Ich hab nichts gemacht, also, wir haben noch die perfekte Aufteilung hier bei DGTV und Lechers auf jeden Fall, was die Showdowns richtig, angeht. Genau, so sieht's aus. Ah, und ich habe das erste Mal Trainer des Monats, Weise. Let's go, geil. Wie viele? 2. Okay, ich habe auch 2. Finde ich aber gut, dass ich Meister werde und 2 habe und du Siebter wirst und auch 2 hast. Ja, aber dafür habe ich den Pokal und Europa natürlich zerstört. Ja, das stimmt, das stimmt. Champions League bin ich ja nur ins Finale gekommen, Pokal habe ich auch nur gewonnen. Ist ja, ja viel schlechter, gut. Hast du schon recht. Ja, also bei dir muss man, also bei dir müsste man jetzt dann ehrlich auch mal gucken, dass man den Trainer da vielleicht mal rauswirft, ja? Weil ja, ich glaube auch, einfach, das ist einfach nicht erfolgreich. Triple hätte sein müssen. Also, ja, 100%. Ist eine klare Sache. Okay, ja. Statistiken, Castells 14 Spiele zu 0. Ja, ich bin zweistellig, aber gerade so nur mit 10 bei Bonneau.
Schade. Vorlagen 13, sah Maxima. Ja, habe ich auch nur 10. Und Tore Burkhardt 29. Ja, habe ich 23. McAllister. Also ich muss fairerweise dazu sagen, ich glaube, die Formation war bei mir einfach auch, was Vorlagen und so angeht, jetzt nicht so erfolgsgründig. Ich habe halt 1-6er und 2-8er. Also das ist so okay. Ich habe nicht die typischen Flügel, aber ey, ich habe trotzdem, finde ich, unterstrich eine echt geile Mannschaft. Also ich kann mich wirklich nicht beschweren. Nichtsdestotrotz, für dich gibt es da deutlich mehr Punkte. Ich werde das Ganze ja nochmal vergleichen. Wir sind bei 20, wir sind bei 26, bei 38, bei 40 und bei 43. Bei mir sind es insgesamt hier 17, 29, 31. Ja gut, bedeutet also unterm Strich, du stehst bei 108 Punkten aus 4 Jahren und ich stehe bei 69. Stark. Naja, ist eine deutliche Angelegenheit, aber ich habe nicht aufgegeben. Ich habe durchgezogen und wollte auf jeden Fall dranbleiben und ich wurde dann zumindest mal noch mit 2 Titel gewinnen, natürlich unterm Strich belohnt dafür. Jetzt heißt Dennis, vergleichen wir noch unsere Mannschaft? Safe, ich bin schon drauf, Bro. Also, Torhüter. 86 Castells. 84 Bono. Dann habe ich Viererkette, Agu 81, Weiser 82, Adarabayo 83, Hanko 85 und weil du eine Fünferkette hast, nehme ich mal noch einen ZM mit 87. Okay, ich habe Linksverteidiger Hartmann 84, Diallo 84, Sutalo 87, Bremer 88, Hickey 87. Ja, what the fuck, warum bin ich so viel besser als du? Also, das ist schon sehr fragwürdig hier gerade. Also mit der Ausbeute dann, meinst du, ne? Also ja, auf jeden Fall, klar. Okay. Also meine Mannschaft ist nicht, also ne, die Viererkette ist bei dir besser, klare Sache. Also Castells bei mir leicht, aber dann Viererkette bei dir deutlich besser. Aber das ist mein einziger, der da mithalten könnte. Wahrscheinlich bei dir wieder ein bisschen besser. Ja, 2 Mittelfeldspieler hast du auch? Ja. Okay, habe ich Ilic 87. Nee, ich habe 3, sorry. Ah, okay, dann nehme ich den Flügel einfach mit. Ilic 87, Palmer 88, Sa Maxima 86. Ja gut, da habe ich 83 und 2 mal 85. Okay, ist aber auch nicht so viel schlechter. Und dann habe ich halt noch Burkhardt 87 und Cucho Hernandez 88. Ja, da habe ich Adli 84 und Silva 89. Ja, okay, das ist halt eigentlich, also ne, im Großen und Ganzen, ihr könnt ja mal gerne an der Stelle die durchschnittlichen Gesamtstärken unserer Mannschaften kommentieren. Würde mich auf jeden Fall interessieren, weil ich habe das Gefühl, dass die Mannschaft von Chris eigentlich sogar besser ist als meine. Und vielleicht halt dieser Wechsel auf das 4-3-3, Cucho Hernandez als linker Flügel mir schon was gebracht haben. Ja, im Großen und Ganzen will ich darauf hinaus, dass die Mannschaften, wenn du nicht besser bist, dann auf jeden Fall ausgeglichen sind und dementsprechend der ganze Verlauf dieses Showdowns auf jeden Fall in Frage zu stellen ist. Ja, definitiv. Ich glaube aber tatsächlich, dass das Mittelfeld und die Offensive schon auf einzelnen Positionen deutlich stärker sind bei dir, sodass es im Kollektiv wahrscheinlich ein bisschen auf deiner Seite steht, so meine Vermutung jetzt, aber trotzdem, unterm Strich muss man echt dazu sagen, und das jetzt nicht nur, weil ich verloren habe oder so, um Gottes Willen, aber die Mannschaften nehmen sich nicht ganz so viel. Ja, auf jeden also Fall nicht. Muss man schon sagen, bei dir jetzt einfach funktioniert, zweimal Meister auch gefühlt, alle Statistiken sind ja gefühlt die ganzen Jahre über so auf dein Konto gegangen. Richtig. Aber ja, ist natürlich irgendwo fraglich, aber trotzdem, ey, es war geil und es war 4 Saisons, Showdown, ist glaube ich so von der Anzahl her so mit das krasseste, was wir bis dato gemacht haben, auch auf YouTube. Es wird aber noch krasser, aber naja, Dennis, ich will dir jetzt gar nicht hier ins Wort fallen oder so. Genau, richtig, Leute. Wir kommen zum Abschluss. Ich hatte es angekündigt zum Anfang des Videos. Chris und mein C haben jetzt eine Eigenschaft, die sie beide teilen, nämlich sie sind gebrochen. Es musste natürlich nach der Ankündigung auch Folge geleistet werden. Konnte jetzt hier nicht sein, dass ich auf die Fresse krieg und mein ganzer Charakter noch gebrochen wird neben meinem C. Nee, klar, Spaß nur, Leute. Es war auf jeden Fall hammerwitziges Intro. Sehr geiles Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wird auf jeden Fall noch 3 Showdowns von uns beiden insgesamt bis zum 24. geben. Seid da auf jeden Fall am Start. Lasst ein Abo da, falls ihr neu seid. Sein solltet. Daumen nach oben und ja, checkt das Video bei Chris ab. Erster Link in der Beschreibung. Ich verabschiede mich, wünsche euch einen wunderbaren Tag. Wir sehen uns in alter Frische wieder und Chris hat natürlich die Abschlussworte. Ja, wir sind am Ende angekommen. Es war eine Machtdemonstration. Also 108 Punkte waren es jetzt ja, glaube ich, dann bei Dennis. Das gab es gefühlt irgendwie noch nie, aber es war richtig geil. Und wir sind von 3 oder ursprünglich sogar vorm Adventskalender 2 Saison-Showdown auf 3, jetzt auf 4. Und es wird auf jeden Fall noch wilder. Seid gespannt, so wie es Dennis gesagt hat. Es stehen euch noch 3 weitere Showdowns zusammen mit uns bevor und das bis zum 24. Und so lang ist das ja gar nicht mehr. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Danke, dass ihr es bis hierhin auch geschaut habt. Liebe Grüße natürlich auch an alle Zuschauer von Dennis, alle die von mir da kommen. Liebe da lassen. Ich bin raus. Haut rein und ciao.